Aber trotzdem, mir macht das Kampfsystem genug Spaß und es ist einfach die Spannung da, wenn ein einzelner Schlag Tod über Tod und Leben der einzelnen Charaktere entscheiden kann. Oder man so gestresst ist, dass man Angst hat, dass einem die eigenen Charaktere derartig in den Rücken fallen. Na gut, aber dann gehen wir zu unseren. Of madness and morbidity. Zuerst Your work begins. unsere Arbeit zu beginnen, wie der Sprecher auch gesagt hat. Der erste Auftrag ist nur in die Ruinen, in die Ländereien rundherum und in die Wälder, in die Gebiete kann man erst ein wenig später. Außerdem gibt es auch noch die Bucht. Dementsprechend unterscheiden sich aber auch die Gegner. Ah, vielen Dank. Also ich bemühe mich, das gut zu erklären, damit ihr da ein wenig das Spiel mitbekommt. Ich versuche es aber auch in die Stimmung hineinzubringen. Also, wie gesagt, dieses düstere Cthulhu-eske ist ja voll und ganz meins. Wie gesagt, kann ich eigentlich nichts sagen, weil das habe ich erklärt, als das Mikrofon nicht ging. Aber ja. Dementsprechend starten wir unseren Auftrag in die Ruinen. An der Spitze lassen wir unseren Kreuzritter stehen. Die Sma, ich glaube, die Damen sind vor allem Französisch zu sprechen. Ich werde es ein wenig versuchen. Also Renaud, unser Kreuzritter, die Sma, unser Söldner, unsere Pestärztin Suge, keine Ahnung, und Malé, unsere Heilerin und Schwester. Hin und wieder, wie man hier sieht, hat man auch Namen für die einzelnen Gruppenzusammenstellungen. Und das sind halt die üblichen Verdächtigen. Ich meine, im Prinzip hat man hier eine Heldengruppe, wie man sie kennt. Ein wenig, ja, düsterer womöglich, aber schon recht passend. Dann hinein in die Ruinen. Jetzt beginnen wir uns auszustatten. Measured now in gold, later in blood. Hallo auch an Shepard und Rotschopf. Wir bereiten uns gerade auf die Ruinen vor. Wir sollten ausreichend Nahrung mitnehmen. Meine Erfahrung hat gezeigt, 12 Nahrung ist für eine kurze Mission ausreichend. Bei Schaufeln bin ich meistens übervorsichtig, weil wenn man in eine also in eine Anhäufung von Geröll läuft und keine Schaufeln dabei hat, dann resultiert es darin, dass die Leute es mit bloßen Händen zur Seite schaffen müssen und das schadet ihnen und verursacht Stress. In den Ruinen haben wir vor allem Skelette und unheilige Geschöpfe, die uns eigentlich vor allem bluten lassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir also ein Gegengift, ein Antidot wirklich benötigen. Kräuter brauchen wir wenige, Schlüssel eventuell und heiliges Wasser, weil es dort relativ viele Plätze gibt, wo man das verwenden kann, aber dazu komme ich dann später im Detail. Und letztlich Fackeln. Man kann das Spiel zwar auch in der Dunkelheit spielen, aber in der Dunkelheit lauern düsterere Schatten, als man sich nur durch die bloße Abwesenheit von Licht vorstellen kann. Sinngemäß heißt das, einer der stärksten, naja, Bosse ist es nur indirekt, weil man hat das Dungeon ja nicht geschafft, wenn man ihn besiegt hat. Aber einer der ge stärksten Gegner im Spiel lauert in der Dunkelheit und kann überall jederzeit auftauchen. Und das möchte ich gerade mit einer reinen Anfängergruppe nicht riskieren. Abgesehen davon gibt es Gegenstände und Plätze, die man rufen kann und vorbereitet. Na gut, aber dann beginnt unsere Reise in die Ruinen. Ich werde immer versuchen, nicht über den Sprecher drüber zu sprechen, weil ich finde seine Stimme und die Art der Erzählung einfach wirklich gut. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Also wir beginnen uns in den Sitz zu begeben, der natürlich in Ruinen da liegt. Wir wissen ja nicht, was wirklich passiert ist hier in der Umgebung, was dazu geführt hat, dass alles hier zerstört ist, dass alles bevölkert ist mit unheiligen Geschöpfen.
Unsere nicht ganz furchtlosen Helden begeben sich hier rein. Wie vielleicht aufmerksame Zuschauer schon gesehen haben, haben zwei unsere Neulinge bereits einen Grundstress. Das Problem daran ist nämlich, dass sie eigentlich ein zu niedriges Level für die Anfängermissionen haben, wodurch sie gestresst hier reinkommen. Und 20 ist ein Fünftel von dem, wo sie beginnen durchzudrehen. Aber wir begeben uns mal weiter in den ersten Raum und haben hier gleich die erste Möglichkeit, mit einem Objekt zu interagieren. Bei gewissen Dingen kann man Gegenstände einsetzen, um mehr daraus zu holen, aber hier liegen nur ein paar alte Säcke und wir hoffen, dass wir ein paar Schätze darin finden. 1000 Gold sind ein hervorragender Anfang. Ja, da sind wir schon beim nächsten Problem. Es gibt hier auch überall Fallen, die man finden kann oder auch nicht. Also das war die Methode, wie wir sie nicht finden wollen. Die verursachen Schaden und Stress. Manche können auch permanent eben Schaden verursachen. Also wirklich die Werte für einen Teil des Dungeons senken. Sehr unangenehm, aber der Stress ist, finde ich, das Schlechteste daran, wenn man Scouting besitzt, dann kann man die Fallen vorher finden, aber ich hoffe, dass wir das im Laufe des Dungeons noch sehen. Gut, unsere ersten zwei Gegner, sehr schwache Skelettkrieger, wir können sie vergiften, wobei Gift hier nicht so richtig ist. Ich denke, dass man es eher als Säure bezeichnen kann. Und damit gleich der erste Angriff von unserem Pestarzt, also unserer Pestärztin. Blutangriffe lohnen sich dafür gegen solche Gegner wiederum überhaupt nicht. Deshalb schieße ich einmal mit mehr oder weniger einer Schrotflintenmunition auf sie. Und treffe gleich mal nicht. Also Rotschopf, die Grafiken sind wirklich unglaublich gut gelungen. Sie sind düster, unheimlich und die hier sind noch gar nicht widerlich. Also da gibt es weit Schlimmeres. Ja, mit ihm habe ich jetzt einen Gruppenangriff gestartet. Er trifft die vorderen zwei Gegner, indem er mit einer Schriftrolle sie anklagt gegenüber ihrer Sünden. Und ich werde versuchen, unsere Pestärztin zu heilen. 3 Punkte war das Minimum, 3 bis 5 ist möglich mit dieser Fähigkeit. So, mit einer Vergiftung, also einem Säureangriff, sollte der dann auch Geschichte sein. Wobei wir ihn auch so ausschalten können. Einer der wesentlichen Vorteile dieser Angriffe, die nach und nach töten, ist, dass danach keine Leichen mehr liegen bleiben. Die verhindern, wenn die liegen bleiben, können wir die Gegner nicht an der Front angreifen. Die meisten unserer Leute, vor allem überhaupt der Kreuzritter, der kann überhaupt nur die ersten zwei Reihen angreifen und durch diese liegen bleibenden Körper wird verhindert, dass sie vorrücken. So. Okay. Hier ist gleich viel auf einmal passiert. Erstens, wir haben relativ starke Gegner. Die Armbrustschützen haben eine sehr hohe Crit-Wahrscheinlichkeit. Und Crits machen nicht nur sehr viel Schaden, sondern verursachen auch massiv Stress. Zweitens wurden wir überrascht, wodurch unsere Formation zerstört wurde. Der Kreuzritter kann von hinten gar nicht angreifen. Und ich glaube, sie hat keine Fähigkeit dabei. Also die Pestärztin. Dass sie irgendetwas vorne macht. Das heißt, wir müssen Runden verschwenden, um gegen die Gegner, also um unsere Formation wieder beizubehalten. Außerdem haben wir einen Knochensoldaten, der auch um einiges härter reinhaut als diese Rebel, wobei ich das Wort gerade nicht übersetzen kann. Aber ich glaube, ich versuche mal hinten Schaden zu verursachen, um diese Armbrustschützen loszuwerden. Okay, sie kann immerhin einen einzelnen Gegner herumbewegen, was vielleicht ein Vorteil wäre. Na gut, nach hinten war nicht das, was ich wollte, aber wenn es zufällig ist,
kann man eben nichts machen. Aber hier hatten wir auch einen kritischen Treffer von unserer Seite. Das hat den Vorteil, das heilt den Stress, weil die Helden eben zuversichtlicher werden. Ich versuche den jetzt zu betäuben mit der göttlichen Macht, die die Schwester herunterruft. Was auch gelungen ist, wodurch der Gegner den nächsten Angriff überspringt. Können Gegner natürlich auch mit uns machen. So, sie bewege ich zurück, weil hier vorne ist sie nutzlos. Er ist vorne auch weniger nützlich, dementsprechend werden wir versuchen, ihn auszuschalten. Skelette kann man natürlich nicht bluten lassen. Die haben eine 200%ige Widerstandskraft gegen Blutungen, was ja auch relativ offensichtlich ist. Gut, Kreuzritter ist wieder vorne, aber die Party, also die ganze Gruppe, ist auch relativ schwer verwundet worden. Ob ich damit heilen nachkomme, wird man sehen. Im Normalfall ist heilen nicht besonders zuverlässig. Lieber Gegner ausschalten und keinen Schaden nehmen. Sie hat für die hinteren Reihen eine relativ starke Säuregranate, weil sie eben zwei Leute gleichzeitig treffen kann. Ich glaube, die Form von Stress, die man erlebt, wenn man in eine dunkle Höhle oder Kaverne hinabsteigt und von lebenden Toten überfallen wird, ist schwer mit etwas zu vergleichen, was wir in der Arbeit erleben. Na gut, Kreuzritter kämpft wieder mit. Er soll den so rasch wie möglich ausschalten. Er ist bereits Geschichte, weil er nimmt, sobald er drankommt, 4 Schaden, wodurch er ausgeschalten ist. Er nimmt noch nicht genug Schaden, um weg zu sein. Jetzt versuche ich ihn aber nach vorne zu bringen. Gut, damit, das hat gereicht, um ihn auch loszuwerden. Das ist vollkommen richtig, dass ich keine Ahnung habe. Jetzt haben wir ein bisschen zusätzliche Nahrung. Man kann mit Nahrung heilen. Hoppla. Aber es ist nicht besonders effizient. Außerdem kann man nur 4 Nahrung auf einmal essen. Abgesehen davon haben wir die Nahrung mitgenommen, damit wir eben, wenn die Leute Hunger bekommen, dass sie nicht komplett unruhig werden und durch den Hunger auch noch Schaden nehmen. Hier haben wir eine Truhe mit unseren Familien Siegel darauf gefunden. Wir können dementsprechend den Skelettschlüssel, ist wahrscheinlich auch eine Hommage an den ersten Legend of Zelda Teil, wie so oft, wenn man ihn in den Spielen findet, können wir sie öffnen. Da er ja unser Familiensiegel trägt, sollten die Schlüssel, die wir besitzen, auch dafür nutzbar sein. Dadurch haben wir einen versteckten Teil der Truhe gefunden, wodurch anzunehmenderweise mehr dieser Gegenstände ist, mit der wir dann unseren Großgrundbesitz aufwerten können, wodurch die Level der Charaktere höher werden können und alles auch billiger wird. Das heißt, zu Beginn des Spiels ist alles eigentlich teurer als später dann. Ja. Hier haben wir ein Bücherregal. Meines Wissens kann man damit nichts besonders machen. Bücher sind in dem Spiel immer ein großes Risiko, weil sie positive oder negative Fähigkeiten freischalten können. Zwecks Vorstellung lassen wir unsere Pestärztin trotzdem mal durchschauen. Ja, sehr beunruhigende Passagen wurden gelesen, was 19 Stress verursacht hat. Er ist der Falle gerade noch ausgewichen, was sehr gut ist. Sie ist aber bereits auf 50 Stress, das ist ziemlich heftig. So, noch schnell eine Fackel entzündet, bevor man in den Raum hineinkommt, weil die dunklen Geschöpfe, die hier unten lauern, werden durch helles Licht eher überrascht, als durch die, wenn man in der Dunkelheit näher kommt.
Hier wird eben wirklich jetzt gegessen, jeder braucht ein Stück Nahrung. Es gibt